Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Werkstatt Comedy Mix. Und hier ist Ihr Moderator, Michael Genäher. Showtime, vielen Dank, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer, ich muss mal kurz nachdenken, Juli-Ausgabe. Wir haben ein super Programm für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren, zwei Künstler, die zusammen in einer Wohngemeinschaft wohnen, in Berlin übrigens, das darf ich glaube ich verraten, aber mehr nicht, die wohnen zusammen und es gibt ja in so Wohngemeinschaften immer einen Netten. So, und Sie können sich jetzt mal aussuchen, welcher von beiden das ist. Begrüßen Sie bitte hier auf der Bühne Dr. Pop. Also nicht schlecht. Und er muss das ja auch begründen. Also muss ja erklären, warum er die Frau so phänomenal findet. Und das erzählt er hier in der ersten Strophe. Wie du dich bewegst, ist nicht normal. Wie du dich bewegst, ist nicht normal. Wie ist dein Name bitte? Uta. Uta, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, ja? Und ich würde Folgendes sagen. Hallo Uta, ich habe gesehen, wie du reingekommen bist hier in Olafs Werkstatt. Tippeli, tippeli, tipp. Und was ich dir sagen wollte, ist, wie du dich bewegst, ist nicht normal. Das ist doch nicht nett, oder? Ich habe tatsächlich Popmusik studiert, das ist kein Scherz, das kann man wirklich machen. Und ich habe studiert in den vier großen Popmusikmetropolen dieser Welt. Und zwar in Liverpool, in Manchester, in Paderborn und Detmold. Und was man in so einem Studium macht, ist, man beschäftigt sich viel mit Popmusik, mit Akkorden, aber auch so mit Musiktechnik. Und es gibt so eine ganz wichtige Erfindung in der Popmusik, die heißt Autotune. Habt ihr davon schon mal was gehört? Also auf Deutsch übersetzt heißt das automatische Tonhöhenkorrektur. Und das ist ganz hilfreich bei Sängerinnen und Sängern, deren Stärke nicht so im Gesang liegt. Das war Bad von Michael Jackson. Ich habe es geliebt und ich habe es rauf und runter gehört, obwohl mich Michael Jackson im ersten Song immer so ein bisschen, naja, beleidigt hat. Du blöde Sau, singt er nämlich. Bitte begrüßen Sie Chin Meyer. I love you, Neustadt. It's so fucking incredible. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach, hören Sie doch auf. Ja, Frank! Wir fangen gleich in der Pause an zu proben. Mein Gott! Oh mein Gott, einmal in meinem Leben möchte ich auch so einen Rockstar-Applaus erleben. Und ich glaube, heute hier in Neustadt-Dosse ist dieser Zeitpunkt gekommen. Wir werden das aber, keine Sorge, ich coach euch ein bisschen rein, wir machen das nochmal, ich gehe so ein bisschen von der Bühne runter, ich mache die Ansage, meine Damen und Herren, Chin Meyer, und dann ihr hättet nicht damit gerechnet, ihr flippt aus. Und viele Leute sind auch gar nicht mehr sicher, ob sie überhaupt noch richtig ticken im Kopf. Ne? Und die sich das fragen, das sind eigentlich die Gesunden. Ne? Die sich nicht fragen, ob sie verrückt geworden sind, das sind die Leute, die man mit Vorsicht genießen sollte. Aber ein Freund von mir war auch noch völlig unsicher, ging zum Psychiater, sagte, Mensch, wie merkt ihr eigentlich, dass die Leute eigentlich bei euch in eine geschlossene Anstalt reingehören? Und der Psychiater sagte, du, wir haben eine ganz einfache Taktik da. Wir füllen eine Badewanne mit Wasser und dann geben wir den Leuten einen Löffel, ein Glas und einen Eimer und sagen ihnen, sie sollen die Badewanne leeren. Und da ist mein Freund natürlich ganz erleichtert. Er sagt, natürlich relativ einfach, der Gesunde nimmt den Eimer. Nein, sagt der Psychiater, der Gesunde zieht den Stöpsel. Aber der erfolgreichste Gangster-Rapper ist Capital Bra, ja, und der ist sehr poetisch, also der hat wirklich tolle, tolle Textzeilen, zum Beispiel die Lieblingstextzeile von ihm lautet, ich fahr mit dem Porsche Panamera über meinen Mathelehrer. Moment. Sherry, ja. Sherry, Rede, du bist was Besonderes, lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht. Hier zum Vergleich mal das Original. Da
Da weiß man noch gar nicht, was schlimmer ist. Lelelelelelele. Butzemann, Butzemann, yeah. Kapital Bra. Ah, ah, tje. Ich tanz als Biber Butzemann in unserem Haus herum. Die Schlampen ziehen Strapsen an und machen sich dann krumm. Sie röten sich und schöten sich, verkaufen Drogen auf dem Strich. Ich bin der Biber Butzemann und leider etwas dumm. Dankeschön, schönen Abend noch, ciao. Ich bin hier mit meinem Wohngenossen, mit meinem Mitbewohner. Wir leben seit vielen, vielen Jahren zusammen. Und wir sind natürlich auch eine sehr musikalische WG, man muss das sagen. Also er ist Doktor der Popmusik, ich habe dann auch angefangen zu singen. Und ich dachte, wenn er so erfolgreich ist mit Musik, da will ich nicht hinterher stinken. Der lädt mich morgen nochmal ein. Und dieser Mann hat sicherlich mehr als nur einen Renault Megane. Er fuhr mit ihr dann rauf bis auf den Darst. Es hat geklappt. Ganz schön hart. Und der erste Kuss, der war sehr zart. Frank und Margitta. Es gibt ja tragische Entwicklungen, also dramatische Entwicklungen, und machen mir auch Sorgen. Zum Beispiel ist jetzt rausgekommen, dass die in Summe der Gelder, die weltweit investiert wird in Viagra und Schönheitsoperationen, die Summe der Gelder etwa für Alzheimer-Forschung um ein Vielfaches übersteigt. Mir macht das Sorgen. Ja, dann haben, was passiert, was wird passieren? Wir haben in 30 Jahren haufenweise ältere Menschen mit tollen Titten und Dauerständen, die sich nicht mehr daran erinnern können, was man damit macht. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich mache kurz was Musikalisches. Also es ist ja so, langsam geht das normale Leben wieder los. Und ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, gar nicht so weit weg von Detmold, aber bin dann irgendwann nach Berlin gezogen. Und ich war gestern auch in Berlin unterwegs. Und Berlin ist ja eine Partystadt, eine krasse Partystadt. Und ich würde euch gerne in einem Song erzählen, was ich gestern Abend in der Partystadt Nummer 1 gemacht habe. Der Song heißt Gestern Abend. Cheer! Aha! Drop that beat, come on! Gestern Abend, gestern Abend, gestern Abend, gestern Abend, gestern Abend ging ich um 9 ins Bett. Übrigens, eine Sache noch, ja, genau, wenn ihr was kaufen wollt, würde ich mich auch sehr freuen, dann habe ich das Geld für den Rückweg, für den Bus. Und ich bin auch bei Instagram und Facebook, also ich würde mir sehr freuen, wenn ihr mir da folgen wollt. Ihr könnt mir aber auch folgen, wenn ich gleich rausgehe, das ist auch kein Problem. So, bitteschön. Krasser Typ. So, ich möchte einfach nur noch sagen, meine Damen und Herren, bleiben Sie gesund. Ba 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 ba